Hallo, mein Name ist Katrin Schmid. Ich bin Tierärztin in der Praxis Kuhkraft. Heute will ich euch was erzählen zum Thema Rückenfettdicke. Bei der RFD misst man das Fett unter der Haut, also das subkutane Fett. Hier oben ist die Haut zu sehen und unter der Haut ist so eine kleine Bindegewebsschicht, eine Faszie. Da dazwischen ist das Fett. Hier unten ist dann die Rückenmuskulatur und die tiefe Faszie. Und man misst das Fett zwischen Haut und Muskulatur, also das Unterhautfett. Die Faszie, die stellt sich im Ultraschall nachher als dünne weiße Linie dar. Und die messen wir den Abstand von hier bis hier. Wir in unserer Praxis haben uns dazu entschieden, dass man die Haut immer mitmessen. Die ist ungefähr 9 mm dick. Es ist ein objektives Messverfahren. Alles, was man zum RFD-Messen braucht, ist ein Ultraschall, ein mobiler, und als Kontaktmittel nehmen wir Alkohol. Der Messpunkt ist auch definiert, also vom Hüfthöcker zum Sitzbeinhöcker eine Gerade und dann in der Senkrechten auf die Hüfte zu. Da kommt dann also als Kontaktmittel der Alkohol drauf und dann presst man den Schallkopf auf die Stelle. Hier an der markierten Linie ist 20, an der unteren dann 30 und hier sind 40 mm. Dazwischen die dünnen Linien sind dann 25 oder 35 und diese kleine weiße Linie gibt also diese Faszie über der Muskulatur an und die ist bei ihr halt knapp unter den 25 mm Linie, also die Kuh hat 26 mm. Man kann die Kondition der Kuh auch so grob beurteilen. Bei richtig dicken Kühe ist hier am Schwanzansatz eine richtige Fettwulst. Bei sehr dünnen Kühe geht hier so eine Delle rein. Und wenn die Kuh richtig dick ist, dann ist hier oben auch mehr so eine Wölbung als hier so eine kleine Delle. Der nächste Punkt ist, dass hier diese Querfortsätze, die kann man jetzt bei der ein bisschen erkennen, aber es ist schön gerade. Und dann sieht man halt noch an den Rippen, die stehen auch nicht raus. Im Vergleich dazu haben wir jetzt hier eine etwas schlankere Kuh. Da können wir jetzt auch mal hier den Wert messen. So, die kommt nur auf 18 mm Rückenfettdicke. Das ist unterkonditioniert. Also generell sagt man, alles unter 20 mm ist zu dünn. Da möchte man auch nur einen gewissen Prozentsatz in der Herde vertreten haben. Woran sieht man das? Es geht dann hier mehr so die Falte am Schwanzansatz rein, die Querfortsätze. Hier ist es mehr dann so eine Beule und man sieht deutlich die Rippenvorsteher. Hier sehen wir jetzt so die Werte der Kühe, also jeder Punkt ist eine Kuh. Und die unterschiedlichen Farben bedeuten, wie viel Kälber die Kuh hat. Hier sind also diese sogenannten Trockensteher, die Kühe vor der Kalbung. Die sind gut konditioniert, die hier oben sind jetzt schon ein bisschen zu dick. Das markiert den Tag der Kalbung und dann geht die Kondition so nach unten, um dann im Verlauf der Zeit wieder zuzunehmen. Alles über der Linie ist etwas zu dick und unter der Linie ist zu dünn. Im Großen und Ganzen ist aber jetzt auf den ersten Blick die Herde gut konditioniert. Es sind nur sehr wenige Tiere unterhalb und das sind auch ältere Kühe. Hier ist auch wieder Tag der Kalbung und die Grafik zeigt, wie die Kühe zunehmen. Also hier ist die Nulllinie. Alles, was unter Null ist, nimmt ab. Alles, was über Null ist, nimmt zu. In dem Fall sind also hier auch wieder die Trockensteher und der Betrieb haben zwei Kühe im Trockensteher abgenommen. Das ist also ganz schlecht. Und wie man sieht, ist der Fettabbau in der Herde ungefähr hier an Tag 60, 70 abgeschlossen. Danach nehmen die Kühe wieder zu. Über diese Informationen kann man halt sehr viel auswerten, über den Gesundheitsstatus der Kühe. Ich hoffe, es war wieder informativ für euch. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wir haben auch einen Artikel auf unserer Homepage www.kuhkraft.de und ansonsten könnt ihr auch euch immer bei uns melden. Wir geben euch gerne Auskunft